Vorsicht! Intim und privat. Lieber abschalten und zu weniger offenen Videos schalten, bevor man sich dann wieder genötigt fühlt, in den Kommentaren zu schreiben. Also das wollte ich nun wirklich nicht wissen, Christian. Hey, guten Morgen! Ja, dann eben nicht meine Videos schauen, wenn man etwas nicht wissen will. Aber ich rede über alles und entsprechend auch über solche für viele Menschen interessanten Dinge wie mein Sexualleben. Und da man ja nun weiß, dass ich offene Liebe praktiziere und entsprechend auch durchaus hin und wieder Anfragen kommen, über die ich mich natürlich auch immer sehr freue, möchte ich trotzdem auch mal ein Statement geben, wie mein Sexualleben aussieht und was häufig mit der offenen Liebe gleichgesetzt wird. Das ist nämlich nicht dasselbe. Also ganz am Anfang, ganz wichtig mal generell, ich liebe alle Menschen, aber ich möchte nicht mit allen Menschen schlafen. Das eine ist etwas Grundspirituelles und losgelöst von meiner Form als Mensch. Das andere ist ein oft nach ganz simplen hormonellen Mustern ablaufender Prozess. Und dann sind wir eben schon ganz konkret bei meiner Sexualität, die sich in zwei ziemlich unterschiedliche Arten unterteilt und was man wissen sollte, wenn man sich mit mir einlässt. Meine Sexualität, die ich auslebe, unterscheidet sich meiner Meinung nach und dem Feedback der Menschen gravierend von anderen Menschen. Und jede Frau, die mit mir auch sexuellen Kontakt hatte, wird davon berichten, dass dies eine neue Erfahrung für sie war. Also wer bei mir eine schnelle Nummer sucht, der könnte falscher nicht sein. Erstmal ist Sexualität bei mir nie schnell. Wenn ich in die Sexualität mit einer Person eingleite, dann ist dies vor allem bei der ersten Art der Sexualität, der von mir präferierten, ein ganz langsamer und hochsensibler Prozess. Man liegt oder man steht da und ist erstmal offen für den anderen. Eventuell streichelt man sich oder liegt einfach nur in dem Arm der anderen Person. Man nimmt die Schwingungen auf. Man beginnt den Menschen zu spüren. Und dann übertragen sich irgendwann auch die Schwingungen auf den Körper. Man bewegt sich rhythmisch und harmonisch. Man streichelt auf und ab und man spürt die Reize mit jeder noch so kleinen Berührung, die man auslöst und die man bei sich spürt durch den anderen. Man ist achtsam, aber gedankenlos zugleich. Und erst wenn man wirklich gemeinsam schwingt, und das muss nicht immer der Fall sein, dann beginnt man sich dann auch tatsächlich zu reiben, zu stimulieren und in einem Auf und Ab der Aktivität und Passivität gemeinsam eine körperliche Lust zu zelebrieren. Und dieses Reiben und das Stimulieren, das muss nicht nur der Schwanz, die Muschi oder die Brust sein, sondern das ist der ganze Körper. Und das Wichtigste und auch der Punkt, den viele nicht erreichen, ist, dass man gedankenlos wird. Man wälzt sich nur noch, man windet sich, man lässt einfach nur fließen. Es gibt keine Reihenfolge, was dann passieren wird. Es gibt keine Erwartungen, die man hat. Es gibt kein Denken über Erwartungen, was der andere hat. Es ist, wie es ist. Und es wird gelebt. Eine Penetration, also der Sex an sich, das ist bei mir bei dieser Art der Sexualität eher unwahrscheinlich. Da ich Sex nur mit Kondom mache, ist der Akt des Kondomüberstreifens als Akt des Denkens und der Sicherheit vor gesundheitlichen Gefahren ein Garant für das Ende der gemeinsamen Schwingung, für das Ende der Gedankenlosigkeit. Es gab auch ausgewählte Frauen in meinem Leben, mit denen ich nach einem gemeinsamen AIDS-Test und mit der Perspektive sehr häufig sexuell zu verkehren auch auf das Kondom verzichtet habe. Aber diese lassen sich an einer Hand abzählen. Diese Art der Sexualität beginnt mit sanfter Berührung, Sensibilität, geht über immer stärker körperliche Schwingungen mit immer leidenschaftlicheren und kräftigeren Bewegungen, die auch durchaus sporadisch in gemeinsamen Kämpfen ihren Klimax finden können, einher. Aber sie sind auch meist unterbrochen von Phasen der Ruhe, da Schwingungen immer nach oben und auch nach unten gehen. Es schwingt nicht nur nach oben. Sexualität ist für mich kein Wettkampf, kein immer mehr. Das was aber die meisten darunter verstehen ist folgendes. Stufe 1 feucht machen und hart werden. Stufe 2 Penetration. Stufe 3 Orgasmus. Das ist nicht Sexualität für mich. Nicht bei der ersten von mir präferierten Sexualität. Und auch nicht bei der zweiten. Und das ist die Art der Sexualität, die ich auch liebe. Und da sind wir bei dem anderen Extrem, sage ich mal. Genauso wie ich im Leben mit meinem Körper Experimente mache und Erfahrungen sammle, siehe dazu mein Ich verbrenne mich mal selber Experiment oben in den Infokarten, gehe ich in der Sexualität mit bestimmten Menschen, die ebenso wie ich Grenzerfahrungen machen wollen, so weit, dass man ohne Bedenken im gesellschaftlichen Kontext von Perversion reden kann, also eine Abkehr von der Norm. Während die erste Form der Sexualität
sofort mit jedem Menschen potenziell möglich ist, so kann ich die zweite Form der Sexualität nur mit Menschen vollziehen, die menschlich intelligent, die absolut vertrauenswürdig und schon eine Menge Lebens- und Sexualerfahrung haben, durchführen. Das ist eine Spielwiese, wo man in Sphären der körperlichen und emotionalen Belastbarkeit eintaucht, die unfassbar intensiv sind und wo man das im Leben niemals einfach mal so machen kann. Das ist die ganze Welt des sich Aufgebens und des Auffangens. Man unterwirft sich einer anderen Person oder man unterwirft selber. Man besitzt dann mehr als einen Körper, man besitzt dann zwei Körper und kann mit diesem neuen Besitz alles Mögliche machen, was man möchte. Man kann experimentieren. Es eröffnet sich eine komplett neue Welt und hat Möglichkeiten, Dinge auszuleben, welche man vorher nicht einmal gekannt hat. Das ist eine Welt voller bizarrer Perversion und auch eine große Leidenschaft für mich. Alles, was zwischen diesen beiden wirklich sehr, sehr intensiven Formen der Sexualität liegt, das ist für mein Empfinden und meinem Leben, also wirklich für mich, lediglich so ein abgestumpftes und von der Pornoindustrie konditioniertes Verhalten. Was für mich auch toll war, solange ich eben noch nicht genug Erfahrung hatte und solange ich auch nicht selber genug nicht selber gespürt habe, ja, was es noch gibt und wo ich nicht erwarten könnte und wo ich froh war, einfach meinen Dödel irgendwo reinzustecken. Ne? Da war das auch alles so toll. Und im Bereich der zweiten Art der Sexualität kommt der Sex an sich, also die Penetration, eventuell auch schon mal eher zum Einsatz. Denn da stört das Kondomüberziehen eigentlich weniger, da Stimmungsabbrüche und Disharmonie wunderbar instrumentalisiert werden können. Aber auch da ist der Sex nicht das Entscheidende, also die Penetration, sondern eben die Unterwerfung, die Demütigung, der Sadismus oder der Masochismus, die Grenzerfahrungen des menschlichen Seins. Ich habe ja zu dem Thema auch einen eigenen kleinen Kanal gemacht, wo ich leider viel zu wenig mir die Zeit nehme, da neue Anregungen zu geben oder darüber zu reden. Allerdings ist das wirklich nur ein kleiner Nebenkanal. Und wenn ich die Muße habe und mir die Zeit nehme, werde ich auch hin und wieder mal ein Video posten. Ich verlinke ihn euch trotzdem mal da oben, aber wie gesagt, kommt extrem wenig, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, offen und ehrlich, von allem was es gibt, deswegen habe ich dann einfach mal das Video gemacht. Mir ist natürlich klar, was an Kommentaren kommen wird, zumindest auf der einen Seite. Und so sieht das einfach in meiner Sexualität aus. Und ja, jede Frau und auch jeder Mann, der mich anschreibt, den ja, werde ich das Video zeigen und sagen, hier, pass auf, so funktioniere ich. Das ist so der Status, wo ich mich befinde. Einfach den Menschen ganz klar und offen zeigen, hallo, das bin ich. Wenn eine sexuelle Erfahrung sozusagen vielleicht angestrebt wird oder dass man sich kennt und das sich dann entwickelt, dann weiß man schon ganz genau. Und da gibt es keine Enttäuschung, da wird die Zeit gut genutzt, die man hat, die Lebenszeit. Ich habe da ja schon ein Video gemacht, vielleicht habe ich es schon veröffentlicht, dann findet ihr das hier oben. Memento Mori, Gedenke des Todes. Ja. Sexualität ist ein wunderbares und ja, eines der großen Dinge in meinem Leben, ja, auf die ich nicht verzichten möchte. Aber nur in einer großen Intensität und voller Offenheit und voller Echtheit, nicht was abzuarbeiten. Mit jedem Menschen, mit dem ich sexuell verkehre, der weiß genau, dass ich auch offen für alle bin und keinerlei Exklusivität zu erwarten ist. Auch lege ich, weil die Gesundheit bei mir eine große Rolle spielt, einen extrem hohen Anspruch an Gepflegtheit und auch an Gesundheit. Nicht nur im Körper, sondern auch im Geiste. Und dann kann man wirklich auch dann gemeinsam offen fließen lassen und einfach wunderschöne Stunden ohne Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft genießen. Einfach Mensch sein. Einfach sich in den endlosen Weiten der körperlichen Liebe treiben lassen. Unkompliziert, sicher und geborgen. Das ist meine Sexualität, die ich lebe und die ich offen lebe, weil ich mich nicht begrenzen lasse. Wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr das nachvollziehen? Lebt ihr das selber oder was sind eure Gedanken dazu? Wenn ihr diese mit mir lieber privat schreiben möchtet, weil ihr vielleicht bei dem Thema noch nicht ganz so offen seid, dann schreibt mir einfach auf Facebook. Ich weiß, viele sehen Sexualität genau wie Geld als etwas, worüber man nicht offen sprechen sollte. Bei mir könnt ihr sicher sein, dass ihr offen und vertrauensvoll auf diesem Kanal euch auch über Sexualität und Geld austauschen könnt. Ich finde das enorm wichtig, dass man sich da keinerlei von der Gesellschaft auferlegte Dogmen unterwirft und sagt, nein, davon redet man nicht. Und dafür stehe ich auch mit meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Euer Christian. Tschüss.